können es einfach nicht lassen. Die Künstler der Seleção, sie und der brasilianische Fußball stehen weltweit für die Faszination und das Lebensgefühl eines ganzen Landes. Als Brasil Masters 94-02 zelebrieren über 30 frühere Weltstars jetzt eine unvergessliche Fußballgala und sind auf der Suche nach würdigen Gegnern. Bei uns gibt es immer sauber Fußball, ne? Und wir wollten auch Spaß. Brasilianischer Fußball, das bedeutet Fröhlichkeit. Wir wollen einfach den Zuschauern mit unserem Spiel Freude bereiten. Und es macht einfach riesig Spaß, mit den alten Jungs zusammenzuspielen. In der Bankenmetropole Frankfurt wurde das Projekt Brasil Masters erstmals präsentiert. Mit dabei gleich vier brasilianische WM-Helden. Carlos Dunga, Paulo Sergio, Ricardo Rocha und Carlos Alberto Torres. Ich habe eigentlich das sofort als eine gute Idee empfunden. Diese Spieler aus Brasilien, diese Samba-Kicker, irgendwo so zu vereinigen, speziell die Weltmeisterschaft von 94 und 2002, dass sie auch danach der nächsten Generation ihre Tricks, ihre Spielkultur zeigen können. Spaß, Action, Unterhaltung. 5 Jahre touren diese Samba-Kicker um den Globus. Als Botschafter ihres Landes wollen sie die Welt einladen nach Brasilien. Als Sport-Event-Fonds spielen die Brasil Masters 94-02 hier auch wirtschaftlich einen einzigartigen Doppelpass. Erstmalig können sich Anleger an dem höchst profitablen Segment des Sport-Event-Marketings unternehmerisch beteiligen. Das Investitionsobjekt ist die weltweite Gala-Fußballtournee Brasil Masters 94-02, deren kommerzieller Erfolg die Grundlage für das Investment bildet. Brasilien ist heiß auf die WM und die Brasil Masters 94-02 bringen die Party jetzt schon mal ins Rollen.